Da wäre er los. Nummer uno. Der bringt den Kram jetzt weg. Und das wird dann weitergeleitet. Na, da fährt der zweite rein. Ah, ein bisschen Minus machen wir jetzt. Na komm. Ja, du kriegst ja gleich Ladung hier, ist ja kein Problem. Na, was haben wir noch hier in der Nähe? Was könnten wir noch gebrauchen? Charlotteville. Stoff haben wir. New York, er ist echt so ein richtiges Biest. Ein Biest ist das, sage ich euch, ein Biest. 50%. Das ist der Hammer. Wie gesagt, das muss umgebaut werden, es hilft nichts. Ja, was haben wir hier? Lagerhalle, Fleisch. Brauchen wir eigentlich nicht. Hast du gesehen, was da passiert ist? Und das kann immer wieder passieren. Mhm. Wart's mal ab, du. So, mal gucken, ob der jetzt was holt hier. Müsst ihr eigentlich was mitnehmen? Wurde ja abgeladen. Ja, Zucker und Rind. Immerhin. Wird weiter transportiert. Okay. Ja, warum bist du? Acht. Warum lädst du hier nichts ein? Normalerweise müssten wir doch was mitnehmen. Okay, hier ist eine Panne. Nee, doch nicht. Nur ohne eine Ladung. Aber normalerweise... 1 und 7. Also kommt noch nicht wirklich was an, ne? Ha, schwierig hier. Wirklich schwierig. 41,7. Also um hier das zu packen, müssen wir legen. Wir haben nur noch 4 Jahre Zeit und müssen das schaffen. Pittsburgh, Philadelphia und Washington DC. So, wie soll ich denn in Washington DC das machen, wenn ich hier keinen Bahnhof setzen kann? Wie soll ich das machen? Leute, Leute, wie soll ich das tun? Bahnhof, kann ich nicht bauen. Na, sagt er nicht. Dann bin ich doch schon mehr oder weniger gezwungen, ihn wirklich aufzukaufen, oder? Guck mal, kann's nicht machen. Kann's, hier ist... Musst erst den Bahnhof in Pittsburgh mit deinem Streckennetz verbinden, okay. Pittsburgh. Wo ist Pittsburgh? Charlotteville? Washington? Philadelphia? Wo ist denn Pittsburgh? Bin ich jetzt bescheuert? Pittsburgh, da oben. Hoppala. Hallo? Hallo? Pittsburgh, hier oben. Okay, müssen. Wir haben es nur erstmal angeschlossen mit dem. Okay, also müssen wir es anklemmen. Na gut, dann versuchen wir Pittsburgh anzuschließen. Auf Philadelphia. Zwei Millionen. Das ist ja Wahnsinn, ey. Das ist ja der Burner. Runter, 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 runter.
Was für ein Tunnel? 4 Millionen, seid ihr wahnsinnig? Seid ihr denn irre? Seid ihr denn bekloppt? Wie soll ich denn das machen, ey? Wie soll ich denn jetzt von Pittsburgh hier rumkommen? Ich kann doch keine 2 Millionen für diese Strecke ausgeben. Gut, ich könnte die an Brownstop anbringen, aber an Brownstop hier ist ja nichts weiter. Das ist das Problem. Das ist ein Hammer, ey. Kühe, Philadelphia. Fleisch. Geil. Geile Idee, komm. Hier war schon ein Bahnhof, du blinde Nuss. Das ist mir doch egal. Geh mir nicht auf den Puffer. Ich glaube, es hackt. Das ist mir doch wurscht. Okay, dann gehen wir mal auf den rein. Genau, gehen auf Philadelphia. 448.000 nehme ich. Nehmen wir. Ein bisschen Glück. Na. Nehmen wir auch. So, zack. Halt, andersrum. So rum und du so rum. Genau. Nee, die gehen ja beide in die Richtung. Obwohl, doch, müsste eigentlich gehen noch. Ich denke mir mal, dass es geht. Wir werden es sehen. So, neue Zuglinie. Bäm. Bäm. Loco. Dürwend. 2. Wir verstehen beide nichts von Zügen. Aber ich habe Leute dafür. Mhm. Mach nur. Mach nur so weiter. Speisewagen. Erhöht die Ticketpreise um 25%. Finde ich schon mal geil. Die Firefly. 3 Punkte. Ich warte noch. Ich warte noch. So sieht's hier aus. Kühe. Ansonsten ist hier noch nichts drin, ne? New York City kommt nicht nach oben. 50% gerade mal. Kühe brauchen sie nicht. Fleisch, ja. Bier wäre geil. Zucker wäre geil. Oh. Aber Zucker kriegen sie doch eigentlich. Hier. Zucker 0. Warum wird hier kein Zucker gelagert? Bringt der nur das weg? Bringt der nur das weg, oder wie? Dann wieder mit was an. Wo sind meine Züge?
Okay, es ist nur ein Zug. Zuglinie bearbeiten. Und in Earth to Derwent nehmen wir die. Ja, ja, ist okay. Ich versuche alles. So, zwei Züge. Genau, Derwent mal zwei. Also eigentlich müssten es zwei Züge sein. Also der ganze Kram müsste hier mal weg passieren. Aber ich finde es gut, dass die Hinweise da sind. Das hilft dann doch an einigen Stellen. Wie gesagt, das Ding hier, wenn ich könnte, würde ich jetzt sofort wegreißen und das nochmal neu bauen. Wir müssen ja eigentlich nur das hier wegreißen. Den ganzen Kladderadatsch mich hier wegreißen. Und da hinten auch, ne? Dasselbe Spiel auch. Weil hier stehen sie sich hier alle rum. Das geht nicht. Ja, das geht einfach nicht. Wobei, wir können echt überlegen, ob wir noch einen zweiten Bahnhof hier reinballern. Und da den Rest anklemmen. 500.000, okay. 2 Millionen, ey, für diese Strecke. 2 Millionen. Das ist echt hart. So, pass mal auf. Jetzt werden wir was machen. Ich werde ein bisschen was wegreißen. Und zwar werde ich das wegreißen, das wegreißen, das wegreißen, das wegreißen, das wegreißen. So, okay, da ist das dran. Dann werde ich diesen Knäuel hier wegreißen. So, den Knäuel reißen wir weg, das reißen wir weg, das reißen wir weg, das reiße ich auch weg. So, der hier. So, jetzt müssen wir es endlich mal so ein bisschen auseinanderfrickeln. So, pass auf. Einmal. Zweimal. Okay. Dreimal. Ich lade diesen ganzen Knäuel jetzt hier. Werden wir erstmal entwirren. Also ihr macht einen Satz, ne, mit links und mit rechts. Macht ihr, dass der Punkt dann dort endet. So, wie gesagt, jetzt wird der große Umbau. Okay, haben wir. So, was haben wir hier? Sawyer Halt. Das können wir doch auch gleich mal ein bisschen besser machen, ne? Definitiv kann das auf jeden Fall schon mal besser passieren. So, Quatsch weg. Gleisbau. Jetzt haben wir den weg. Quatsch. Okay, von mir ist auch so. Okay. So, was ist hier los? Warum passt denn der da nicht? Warum passt der hier nicht? Was ist hier los? Dann reiße ich den Versorgungsturm einfach mal ab und dann sehen wir mal weiter.
Okay, das geht nicht. Da meckert er tatsächlich rum. Mhm. Abreißen. Machen wir es ganz einfach. Kurzen Prozess, gar nicht lange rumfackeln. Hallo. Auch weg. So. Na, geht doch. Guck mal, geht doch wunderbar. Überhaupt kein Problem. So will ich das haben. Kein langes Rumgemache. So, jetzt haben wir den Kram. Ich würde gern auf jeden Fall hier eine fette Weiche einbauen. Und zwar so ein Apparello. Ja, damit wir einfach genug Freiheiten haben, um das Ganze wieder anzuschließen. So, Gleisbau. Überhaupt kein Problem. Wenn wir den Krempel hier mal wegruppen. So. Weg. Dran. Bäm. Dran. Bäm. Dran. Bäm. Dran. Bäm. So, dann haben wir noch vier über. Und dann holen wir uns von da. Ja. Bang. Na. Und zack. Sieht das gleich schon mal ein bisschen geordneter aus und ein bisschen gebündelter aus. Und das Ganze ist bei Albany passiert. Das ist natürlich dumm. Ich wollte es eigentlich bei Boston haben. Na gut, dann haben wir es bei Albany gemacht. Auch gut. Verkehrte Stelle, egal. Jetzt müssen wir damit leben. Dann müssen wir jetzt damit leben halt. Na. Okay, da haben wir das. Da haben wir die Vierer ja schon. Okay. Mal ganz kurz. Das ist in Ordnung. Okay. Du in die Richtung. Du in die Richtung. Das ist in Ordnung. Das ist auch okay. Das kann erstmal so bleiben. War eigentlich nicht so gedacht hier bei Albany, aber okay. Denn eigentlich wollte ich das Ganze bei Boston machen. So. Okay, also auf nach Boston, beziehungsweise wir brauchen... fällt mir gerade mal wieder ein. Bei Albany auf jeden Fall. Wartungsgeschichten. Na, also beziehungsweise Mittel zum Auffüllen. So. Jetzt Boston. Dieselbe Geschichte. Wir reißen das ganze Gedöns jetzt hier ab. Und machen das mal vernünftig. So, okay.
Weg, weg, weg. So. Ganze Scheiß hier. Geht jetzt mal erstmal weg. So, was ist das hier? Das ist Kelly Bahnhof. Okay, den können wir damit draufführen. Ist jetzt nicht das Problem. Der kann von mir aus da weiterfahren. Wobei es eigentlich schöner wäre, wenn wir das Ganze jetzt mal vernünftig hätten. So, pass auf. Du gehst dorthin. Beziehungsweise nein, wir machen es nämlich ganz anders. So, und jetzt machen wir dasselbe da auch. Klatsch, klatsch. Okay. Hoppala. Da haben wir nicht ganz getroffen. Aber wie gesagt, das Bausystem ist wirklich intuitiv. Und damit kommt eigentlich auch jeder klar. Also, ich habe ja schon viele ähnliche Spiele gespielt, was das angeht. Und ja, einige sind dabei halt wirklich auch ein bisschen frickelig. Aber hier, wie gesagt, easy peasy. Überhaupt kein Problem. Ja, also das funktioniert hier einwandfrei. So, und jetzt gucken wir mit dem hier. Reicht noch nicht mal. Um das auf sechsfach zu bringen, reicht es noch nicht mal. Müssen wir noch weiter ausbauen. Hammer, ne, wie lange man das ausbauen muss. Echt böse. In der Hoffnung, dass es jetzt passt. Ja, jetzt ist jetzt gut. So, das wird eine bessere Verteilung werden. Jetzt müssen wir mal gucken. Also, die können wir auch direkt jetzt schon mal so anklemmen. Jetzt haben wir natürlich alles in die Richtung gebaut. Aber das ist schon nicht so schlimm. So, damit haben wir das. Okay, immer so, halt, so, so, soll es sein, gut, okay, den haben wir, den ersten haben wir ran, der läuft auch, okay, wunderbar, jetzt geht's weiter, und den ganzen cheesy weasy holen wir uns jetzt, dazu gehen wir hier mit dem, na, wupp, wupp. Runter. Okay, machen wir mal über den Inneren. Nicht optimal. Aber bäm. Wie gesagt, alles, um das ein bisschen besser zu richten. Okay, haben wir die auch in die Richtung. Gut, das ist schon mal cheesy, wie sie das. Gleisbau. Jetzt kommt der Rest vom Schützenfest. Dann haben wir die zwei. Hier haben wir vier. Da werden wir auch auf vier gehen. Damit das einfach ein bisschen chilliger ist.
Okay. Gleisbau. So, wir ziehen das Ganze durch auf Vierfachspur. Gehen wir hier hin. Dann müsste das eigentlich in der Theorie deutlich besser fahren als bisher. Okay, wir haben noch vier frei. Ne? Zwei kommen noch. Genau, da kommen zwei, da kommen zwei. Dann ist das alles fein säuberlich getrennt. Also eigentlich ist es fein säuberlich getrennt. Ja, da muss ich natürlich, okay. Das Stück nochmal wegnehmen, den Bau jetzt bestätigen, der dann so lang läuft, dass natürlich nicht Sinn ist. Okay, das ist der. Dann mal. Jetzt juckt einen die Nase. Ist ja Wahnsinn, oder? Leute, ihr glaubt's nicht echt. Das ist Wahnsinn. Weg. So. Dich will ich so haben. Und dann passt du nicht. Mach's mal anders. Ich gehe mal mit denen jetzt hier lang. Der passt. Der passt auch. Kein Problem. Und der wird ein Problem, weil... muss ich mit einem Tunnel lang? Kann ich das nicht anders lösen? Ah, ist hier, es ist hier wieder doof. Hahaha. In der Brücke. Wenn ich darüber gehe, ist auch doof. Na. Klar könnte ich ein Stück drauf gehen, aber das ist ja genau das, was ich vermeiden wollte, dass man da drauf geht. Na komm. Warum geht das dann nicht? So, ja. Und da nein. Das ist natürlich jetzt doof, ne? Dass ich die jetzt da nicht so rankriege, wie ich das will. Jetzt müsste ich theoretisch den umbauen, alles nochmal umsetzen, mit denen hier ran. Und da hinten ist ja auch noch was. Okay, die kommen ja von da aus, das geht ja, das kreuzt sich. Aber das ist jetzt natürlich jetzt bitter, ne? Kommst du auch nicht rum hier? Na. So, okay. Und jetzt müsste ich das nochmal wegruppen. Ah.
Okay, so, und jetzt muss ich das wegnehmen. Nochmal so viel wegnehmen. So, den. Der läuft auf 2, der läuft da rein. Gleisbau, okay, pass auf. Den Kumpel hier reißen wir auch mal weg. Wartungsposten. Gleisbau. Also 1, 2. Die sollen auf den laufen, der soll auf den laufen. Gleisbau. Ja, die sollen dann auf den hier laufen. Na? Hallo? So, okay, also du sollst so laufen. Das ist in Ordnung. Und du? Hallo? Na? So. Du sollst so laufen. Gut, den haben wir auch. Kelly Bahnhof ist angeschlossen. Gut, jetzt kommt der. Der soll dann auch durchlaufen, genau. Bäm. Na. Okay. Jetzt gucken wir mal. Ah, hier ist noch was frei. So, da können wir vielleicht aber noch eine Abzweigung machen. Oder vom Kelly Bahnhof von New York. Hier ist nämlich auch noch was frei. So, okay, und jetzt kommen wir mit der Geschichte auch nochmal drauf. Mal eben für 1,7 Millionen Direktverbindung nach New York Bahnhof. Direkt drauf. Ja, why not? Komm, egal. Aber okay, das ist mir zu lang. Na, eben war es deutlich besser. Sechshunderttausend. $568.000. Nehme ich. Direktverbindung. Bahnhof. So, nehme ich auch noch. Okay, die haben das ja schon. Das brauchen wir eigentlich nicht. Aber hier noch. Und den können wir eigentlich mal wegnehmen.
Machen wir es nämlich lieber so. Okay, den haben wir auch. Den haben wir auch. Der läuft. Der läuft dann so. Okay, das passt. Das ist gekreuzt. Okay, wunderbar. Und jetzt haben wir eigentlich alle angeschlossen, ne? Ja, jetzt müsste es eigentlich wieder alles laufen. Außer die Querverbindung nach hier. Von hier kommend. Das passt noch nicht. Aber das machen wir jetzt nochmal auf die Schnelle. Er muss nämlich einmal quer rüberziehen. Für 12.000. Okay. Okay, sollte alles wieder laufen. Und es sollte jetzt geschmeidiger sein, alles. Bin mal gespannt, ob der ganze Stau sich jetzt auflöst. Zumindest auf der einen Seite. Boston und Albany Railroad. Bester Transporteur. Sichere Versorgung garantiert. So sieht's aus. Wir sind Sicherheit. Sicherheit pur. Versorgungstürme. Sind Pflichtprogramm. Na. Ach, come on. Ja, ich bin gespannt, ob das jetzt alles so klappt. Was mit dir? Warten auf Einsatz. Ja, okay, dann ist da halt eine hohe Steigung. Es geht nicht anders. Kinders, Kinders, Kinders. Ja, aber ich hoffe, dass sich jetzt alles jetzt erstmal hier auf der Ecke entstaut, auf jeden Fall. Es sieht zumindest aufgeräumter aus. So, bleibt noch dieses Horror-Dreieck. Das werden wir auch gleich nochmal lösen. Weil hier staut sich ja wirklich alles, ne? Das ist ja abartig. So, aber jetzt sieht es auf jeden Fall aufgeräumter aus. Jetzt sollte auch wieder ein bisschen mehr Kohle reinkommen. Zumindest in der Theorie. Ja, ich kann meinen Bahnhof leider nicht mehr erweitern. Er ist schon auf Maximum. Sorry. So, beliefere New York City mit 8 Ladungen Salz. Und wir müssen Pittsburgh noch anschließen. Aber die Strecke kostet uns 2 Millionen, deswegen müssen wir jetzt erstmal warten, bis die Züge wieder ein bisschen wirtschaftlich sind. In der Hoffnung, dass New York City jetzt auf jeden Fall ein bisschen besser drauf ist. Immer nur noch 50%. Das ist schlecht. Ah, wir haben 3 Punkte. Damit können wir jetzt die Firefly holen. Und das ist ein Expresszug. Diese Lok ist eine fahrende Bombe. Und niemand weiß, wann sie hochgeht. Och ja, na klar. Ja, ich weiß, Expresslinie ist in Gefahr. Wir werden es gleich mal ändern in die Firefly. Kostet 23.000, die wir nicht haben. Zuglinie bearbeiten. Firefly. Dann in New York City, das gilt als Expresszug. Okay.
Haben wir Firefly mal 2. Wo ist er denn? Den würde ich mir schon gerne angucken. Das ist Firefly? Firefly, tatsächlich, das ist unser Firefly. Wir könnten natürlich auch die Lackierung ändern und so weiter, aber will ich das? Nein, ich will es nicht. Der Zoom ist heftig. Ah, ein Schmuckstück. Ein echtes Schmuckstück. Aber schade, dass die Hupe noch nicht geht. Schade, dass die Hupe noch nicht geht. Das wäre schön. Und da hinten ist auch noch Probleme. Die ganzen Expresszüge hier machen jetzt so Probleme. Dunham. Okay, Zuglinie bearbeiten. Durban Firefly, go. Als du, auch du giltst als Expresslinie. Na schön. Zuglinie bearbeiten, du kriegst auf jeden Fall einen Postwagen. Mehr Einnahmen generieren, bitte. Zuglinie, Dunham. Firefly. Hier haben wir dasselbe. Zuglinie. Gilt hier auch als Expresslinie. Haben wir noch mehr? Ja, da hinten. Das ist aber wirklich hier eine Frachtlinie. Und da lassen wir echt die Dunham. Das ist eine Frachtlinie hier, oder? Obwohl Ottawa, nee, das ist keine Frachtlinie. Das ist tatsächlich auch eine Dings. Okay, ohne Ladung. Ja, sind ein paar Dinger dabei, die laufen nicht gut momentan. Hier auch. Zuglinie. Zuglinie. Okay, hier hinten ist auch noch einer. Zuglinie. Firefly und Waggon mitnehmen. Ja, das müsste aber gut sein. Ja, ein paar sind natürlich. Ja, hier ist auch noch einer. Okay. Toronto würde gerne angeschlossen werden, aber ist nicht. Wir wollen uns ja eigentlich auf New York konzentrieren, in der Hoffnung, dass es jetzt besser wird. Aber eigentlich müssten jetzt die ganzen Staus vorbei sein. Weil wir haben es ja jetzt wirklich optimiert. Wir haben uns jetzt wirklich Mühe gegeben, das zu optimieren. Na, du fährst durch, das ist aber auch in Ordnung. Und hier muss das jetzt besser werden. Bis auf diese Ecke hier hinten, die ein echtes Dorn im Auge ist. Boston und Albany Railroad unter vollem Firefly erreicht 49 km/h. Hat es deinem Lokführer die Hose vom Hintern gerissen? Ja, das Stück werden wir jetzt auch noch wegruppen und dann machen wir das mal auf ein Bündel. Damit das mal auch besser wird. So, pass auf. Nein. So, okay, dann wie gesagt, das werden wir jetzt auch mal ändern hier. Das ist ja kein Zustand. So, bam. Gleisbau. Optimierung. Bäm.
Wir ziehen jetzt mal alle hier schön hier ran. Und dann machen wir auf jeden Fall Rambazamba. Dann müsste das besser laufen, wenn ich jetzt so eine riesengroße Weiche hinbaue, quasi einen Güterbahnhof. Dann sollte das auf jeden Fall besser sein. Okay, so, den haben wir. Jetzt will ich was wegreißen, und zwar den hier. Gleisbau. Portland. Läuft auch nur so suboptimal. Das könnten wir eigentlich auch nach innen verlegen. Aber eins nach dem anderen. Bäm, bauen. So, Weichenkopf. Okay, haben wir. So, das passt. Das passt. So, jetzt müsste es doch eigentlich besser sein. In der Theorie zumindest. So, und der hier fährt ja nur noch da. Das ist auch in Ordnung. So, okay, jetzt mal los. Jetzt bin ich gespannt. Jetzt müsste das ja eigentlich deutlich fluffiger laufen. Okay, hier hinten warten jetzt ein paar Züge. 752.000. Ja, schon besser. Ja, sehr gut. Und dann kann er sich überlegen, wie er hier fährt. Na, ist kein Problem. Ah, bäm, bauen wir noch dran. Quatsch. Gleisbau. Ah. Himmel, Arsch und Zwirn. Ah, wieder verklickt. Mein Gott. Ja, komm, und dann könnt ihr euch hier entscheiden, wie ihr wollt. Ja, passt. So, okay. Ja, von zweifach auf vierfach Bündelspur müsste eigentlich ausreichend sein, um das Ganze jetzt mal hier in den Griff zu kriegen. Ja, deutlich besser. Deutlich entspannter jetzt das Ganze. Ja, Albany ist... Ja, ist klar, ist ein kleiner Einbruch jetzt, weil die ganzen Züge jetzt erstmal sich neu sortieren müssen. Aber ich denke mal, das ist machbar. %50, ey. Wir kriegen New York nicht auf die Kette, ne? Wir kriegen es einfach nicht hin. New York wird irgendwie nicht wirklich. Warten auf Transport, ey. New York City. Firefly. Express.
4 Firefly-Züge, die nach New York City fahren. Das muss ja jetzt irgendwie mal machbar sein. Damit da hier mal ein bisschen was passiert, Leute. 1, 2, fahren schon mal los. Du hast nichts mitgenommen gehabt. So, Reparatur. Was ist mit dir? Warum nimmst du nichts mit? Meine New York hat doch Bedarf. Beziehungsweise Philadelphia hat doch Bedarf. Philadelphia hat doch Bedarf. Gedeckt. Was haben wir hier? Zuckerplantage nahe Bangor. Nope. So, pass auf. Wir machen Folgendes. Wir werden jetzt weiter aufkaufen. An deiner Stelle würde ich auch bei mir investieren. Ach, naja. Das hat schon seine Gründe. Ich will eine Fusion. Dann kriege ich nämlich deine Dings auch mit. Und wenn ich die Fusion in den Griff habe, dann kriege ich den Rest wahrscheinlich auch in den Griff. Ja, aber auf jeden Fall, das läuft jetzt hier deutlich entspannter. So wie es auch sein soll. Kelly Bahnhof läuft. Ja, guck mal, wie das jetzt hier besser ist. Okay, der hat eine Expresslinie. Warte mal kurz. Zuglinie bearbeiten. Ah, oh. Oi. Was ist mit dir los? Schluck auf. Leichter Schluck auf. Macht nix. Ist ja noch Preview-Version. Ja, wie gesagt, das läuft jetzt auf jeden Fall. Dunham. Ja, die Expresslinie wird jetzt ein bisschen geblockt durch den da. Ah, das ist natürlich. Ja. New York. 50% und wir kriegen den nicht nach oben. Obwohl ich ihnen hier alles anbiete. Zucker, etc. pp. Warum wird kein Zucker mitgenommen? Stattdessen bringst du jede Menge Zeugs dran. Zucker, null Dings drin geladen. Das ist unglaublich. Zuglinie bearbeiten. Ich baller noch 2 drauf. Wenn wir hier vielleicht noch mal Zucker wegbekommen. Ja, es wird schon wieder stauig hier. Philadelphia läuft. Ich investiere wieder. Ein Anteil. Aber froh, dass es Leute gibt, die investieren. Ich weiß gar nicht, was du hast. Oh, Albany, was ist hier los? 31,2, was ist los hier? Das geht ja gar nicht. Aha. Okay, die können nicht erreicht werden. Problem auf der Route. Boston, Albany. Albany. Boston. Okay, ja. Albany, Boston, weil kann doch da langfahren. Verstehe ich jetzt nicht so ganz. Er kommt nicht da drauf. Verstehe. Er kommt nicht da drauf.
Alles klar. Gleisbau. Er kommt nicht da drauf. Das war das Problem. Deswegen. Deswegen. So, du hast Probleme mit der Route. Dunham. Ah, die haben alle so ein bisschen Probleme jetzt. Was hast du hier? Buffalo, Albany, Firefly. Okay, das ist in Ordnung. Du hast Probleme mit der Route. Albany, Adams, Halt. Meine Tür hat kaum was angefasst. Schon ist alles zusammengebrochen. Aha, schön für dich. Also, wir haben Albany und Adams Halt. Wo ist Adams Halt? Da oben, ne? Walker Hall? Hill? Wo ist Adams Halt? Hier hinten. Okay. Kommt er nicht hin. Er fährt auf die Route. Er kommt da drauf. Nicht da drauf. Guck mal, hier ist noch irgendwas. Das sieht nicht gesund aus. Ja, kein Wunder, dass das hier nicht klappt. Irgendwas ist ja nicht ganz koscher. Irgendwas ist nicht ganz koscher. Warum ist das hier komisch? Ach, come on. Machst du halt einen Umweg, es ist egal. So, okay. Unterweltkontakte für 600.000. Nein, das nehmen wir nicht. Da hätten wir zwar einen Bonus auf Forschung, Auktion, einen Bonus von 35%. Okay, Adams Halt. Und Albany. Okay, kannst du fahren oder nicht? Adams Halt. Kommst du dahin? Brauereien und Ottawa. Nein, will ich jetzt nicht. Adams Halt. Wo bist du denn? Adams Halt. Warte mal, wir hatten es doch gleich gehabt schon wieder. Roundstop und Pittsburgh. Adams Halt. Nein, er kommt noch nicht hin. Weil diese Route keine Verbindung dahin hat. Alles klar. Das heißt, ich brauche noch eine Abzweigroute, die hier rüber geht. Dann kriegen wir das auch wieder in den Griff. So, du musst da drauf. Und dann kriegt er, guck mal, dann hat er, reißt er hier schon wieder irgendwas kaputt. Und das geht nicht, das mag er nicht. Und verstehe ich nicht, warum er das abreißt. Einfach so, ohne Begründung. Ne, reißt da einfach ab. Also gut, so kommen wir also nicht rüber. Wir müssen gucken, wie wir das jetzt mal machen. Vielleicht kommen wir ja hier vorne rüber. Nein. Warte mal kurz. Okay, so ist auch doof. Wo jetzt auch nicht.
das ist natürlich jetzt ärgerlich, ne? Was ist denn das hier? Okay, das ist auch interessant.